Es ist Wochenende, schon ein bisschen chillig hier natürlich in Japan, in Tokio, mitten in der Stadt, allerdings auch an den Märkten aktuell natürlich auch deshalb, weil in Amerika ja Feiertag war und der ein oder andere einfach keine Lust hat, auch an dem leeren Tag dazwischen, einem Brückentag noch mit an den Desk zu gehen und zu handeln. Ich gehe davon aus, dass das Volumen heute etwas dünner ist. Und die Bewegungen, die wir teilweise da aktuell sehen, die deuten ja darauf hin. Aktuell, wenn ich das so sage, hat der DAX eigentlich ein ganz gutes Zeichen für die bullische Seite sogar. Denn wir sehen, dass wir nach der Aufwärtsbewegung, die wir in den letzten Tagen hatten, auch in vielen letzten Stunden noch hatten, jetzt so ein bisschen so ein Abwärtstrendkanal sich zeigt, so ein bisschen mit Tendenz nach unten, aber an sich, naja gut, ein Abwärtstrendkanal sollte die Tendenz nach unten haben, was für eine Aussage. Aber worauf ich hinaus will, gegen Ende war es jetzt noch mal ein bisschen schubiger, da komme ich gleich noch drauf. Insgesamt kann man aber sagen, naja, eigentlich sind wir im Abwärtstrendkanal und wenn der Markt sich dann nach oben über das letzte Zwischenhoch noch mal wieder gibt, wäre das ein mustergültiges Verhalten, um hier auf der Long-Seite noch mal einzusteigen, vielleicht noch mal eine, ich weiß nicht, ist eine Notlösung, aber zumindest mal eine Idee vor dem Wochenende. Der amerikanische Markt, zum Beispiel gemessen am S&P 500, das ist aber bei den anderen Indizes nicht groß anders, der ist ganz anders drauf, denn der hat eben gerade noch eine sehr, sehr scharfe Abwärtsbewegung gezeigt. Das ermutigt nun überhaupt nicht zu Käufen vor dem Wochenende. Wir dürfen zwar nicht vergessen, wir hatten noch vor dem Feiertag ein neues Allzeithoch im Dow Jones, da kann man sich ja drüber freuen. Klar gibt es da Gewinnmitnahmen, aber die Geschwindigkeit nach unten ist schon ziemlich deutlich. Das lässt vermuten, dass da noch mehr Potenzial auf der Abwärtsseite noch drin ist im Markt, insbesondere dann, wenn der Markt jetzt nach oben, jedwede Bewegung, die er nach oben schafft, wenn die schwach ist, wenn die mühsam ist, dann wären das ein klassisches Zeichen dafür, dass die Aufwärtsbewegung nur ein Gegentrend ist und das in einer scharfen Abwärtsbewegung, dann müssen wir also mit mehr nach unten rechnen. Sollte man das heute handeln? Naja, mustergültig wären diese Verhalten, diese Chartverläufe auf jeden Fall, aber wir dürfen nicht vergessen, fehlende institutionelle Händler, dünne Liquidität am Markt, noch dazu um 14:30 die Arbeitsmarktdaten in den aus Amerika, das lässt erwarten, dass gegen 14:30 und möglicherweise im Nachgang die Bewegung sehr eigenartig verlaufen. Also bitte aufpassen, es kann schnelle, es kann heftige Bewegungen geben und durchaus welche, die vom normaltypischen Verhalten abweichen, weil einfach nicht die normaltypischen Player am Markt sind heute. Das sollte man sich immer wieder vor Augen rufen. Nichtsdestotrotz, zum Lernen, zum Angucken ist der Markt aktuell super. Deshalb sollte man den auf jeden Fall im Blick haben, wie ich finde. Und gegebenenfalls, wenn man es gar nicht lassen kann, mit einer kleinen Position einfach mal antesten. Denn auch heute gilt, wenn es dann mal läuft, dann ist die Chance relativ gut, dass es dann ein gutes Stück weit getragen wird, alleine aufgrund der Situation, der Daten, der veränderten Marktteilnehmerschaft und so weiter. Also spannend auf jeden Fall. Spannend auch Euro gegen US-Dollar, der ist nämlich gerade auf dem Abwärtsmarkt unterwegs. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum die US-Börse im Moment so scharf sich bewegt. Ein starker Dollar würde natürlich auch bedeuten, dass man eigentlich viel weniger hinlegen muss. Naja, ob der Zusammenhang wirklich gilt, da lassen wir uns nochmal überraschen. Trotz alledem für die Währungshändler auch da nochmal drauf gucken. Euro gegen US-Dollar ziemlich zügig runter. Wackelige Zwischenbewegungen nach oben würden hier weitere Shorts ermöglichen. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich an dieser Stelle nicht viel anderes übrig, als Ihnen einen erfolgreichen letzten Handelstag dieser Woche zu wünschen. Vielleicht lassen Sie es ein bisschen ruhiger angehen, vielleicht gucken Sie ein bisschen mehr. Rechnen Sie mit starken Bewegungen gegen 14:30 beispielsweise und genießen Sie das Wochenende. Nächste Woche geht es ja weiter, nicht nur an den Märkten, sondern auch gerne wir beide, wenn Sie denn mögen. Gucken Sie sich die nächsten Videos natürlich auch gerne an. Bis dahin, alles Gute.